ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ Hast du nicht jene gesehen, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfahren ist? Mit diesen Worten erinnert Allah subhanahu wa ta'ala an eine Sensation, welche sich wie eine Eilmeldung nach Osten und Westen verbreitete. Viele Mufassirin sind der Meinung, dass die wundersamen Geschehnisse eine Ankündigung Allah subhanahu wa ta'ala waren. Denn in diesem Jahr sollte ein Segen Mekka erreichen. Die Araber, welche in der damaligen Zeit kaum eine Rolle spielten, waren plötzlich im Mittelpunkt des Geschehens und in aller Munde. In den entlegensten Ecken von Byzanz und Persien sprach man über das Ereignis des Elefanten. Lasst auch uns die Geschichte betrachten, welche die Welt verblüffte. Es brachen turbulente Zeiten an, nachdem die Römer Jerusalem zerstörten. Viele Juden flüchteten in den Hijaz. Sie waren zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam bereits ein fest verankertes Volk in Arabien. Im Süden der arabischen Halbinsel befindet sich der Jemen, welcher vom jüdischen Herrscher Dhu Nawas kontrolliert wurde. Er rächte sich an den Christen in seinem Land für die Verfolgung seiner Glaubensbrüder. Äußerst barbarisch fordert er tausende Leben. Letztendlich wurde er von den Christen wieder entmachtet und ein christlicher Vizekönig namens Abraha nahm seinen Platz ein. Er machte es sich zur Aufgabe, das Christentum in Arabien zu verbreiten. Sein Ziel war es nicht, die Araber zu bekämpfen, sondern die Kaaba zu zerstören. Er erhoffte sich, dass sich die Menschen seiner neu erbauten Kirche im Jemen zuwenden. Im Geburtsjahr unseres Gesandten alayhi salatu wassalam, dem Jahr des Elefanten, stellte Abraha ein gewaltiges Heer auf. Die Krieger Mekkas waren gegen viele Gefahren gut gewappnet, doch war die Armee Abrahas eine neue Herausforderung. Er setzte einen Kriegselefanten ein. Er war größer und kräftiger als jeder andere Elefant. Seine Aufgabe sollte es sein, sowohl Verteidiger der Kaaba als auch die Kaaba selbst zu zerstören. Sie erreichten einen Ort nahe Mekka. Das Heer ließ sich hier nieder und sammelte ihre Kräfte für die bevorstehende Schlacht. Abraha schickte seine Truppen, um die umliegenden Kamele und Weidetiere der Mekkaner zu erbeuten. Darunter befanden sich auch 200 Kamele von Abdul Muttalib, dem Großvater unseres geliebten Propheten a.s. Abdul Muttalib war zu jener Zeit der Führer der Quraysh und er war verantwortlich für die Versorgung der Pilger. Er besaß großes Ansehen und wurde für sein Verhalten von den Mekkanern mit Ehre und Respekt behandelt. Nachdem Abraha das Vieh der Mekkaner erbeutete, schickte er einen Abgesandten zu den Quraysh, um seine Absichten mitzuteilen. Er wollte ausschließlich die Kaaba zerstören und nicht die Mekkaner bekämpfen. Sollten sie sich ihm jedoch in den Weg stellen, würde er mit ganzer Härte gegen sie vorgehen. Dieser Botschaft musste eine Antwort folgen. So erwählten die Quraysh einen Abgesandten, welcher den Standpunkt der Mekkaner übermitteln sollte. Die Furcht überkam den Abgesandten. Er sollte sich dem grausamen Abraha alleine entgegenstellen. Er bat Abdul Muttalib, ihn zu begleiten, und so gingen sie gemeinsam zum Lager der Besatzer. Als Abraha Abdul Muttalib erblickte, war er erstaunt. Er war groß, stattlich und machte einen respektablen Eindruck. Sie saßen zusammen und begannen die Verhandlungen. Abraha sagte, du fragst mich nach 200 Kamelen, die ich dir weggenommen habe und überlässt mir die Kaaba, welches die Grundlage eurer Religion und der Religion deiner Väter ist, obwohl ich gekommen bin, um sie zu zerstören? Abdul Muttalib erwiderte, wahrlich, ich bin der Herr dieser Kamele. Was das Haus betrifft, so hat es seinen Herrn, der es verteidigen wird. Abraha war verwirrt und betonte, ich kann nicht daran gehindert werden, es zu zerstören. Abdul Muttalib war sich jedoch sicher, dass Allah die Kaaba beschützen würde und erwiderte, dann tu es. Einige Führer der Quraysh waren Zeugen dieser Unterhaltung und versuchten aus Angst, ein Lösegeld zu zahlen. Abraha jedoch beachtete ihr Angebot nicht. So gab er die Kamele Abdul Muttalibs frei und fuhr mit seinem Feldzug gegen die Kaaba fort.
Abdul-Muttalib befahl den Bewohnern Mekkas, in den Gipfeln der Berge Schutz zu suchen. Als sich das Heer Mekka näherte, blieb der Elefant plötzlich stehen und kniete nieder. Wenn sie ihn in eine andere Richtung lenken wollten, war er schnell und stürmte voran. Sobald sie ihn noch nach Mekka richteten, kniete er erneut nieder. In diesem Zustand verweilten sie einige Zeit. Sie schlugen den Elefanten, um ihn zum Marschieren zu bewegen. Doch er weigerte sich, egal wie sehr sie versuchten, seinen Willen zu brechen. So schickte Allah subhanahu wa ta'ala einen riesigen Schwarm Vögel. Sie fegten über das Heer Abrahas hinweg und ließen glühend heiße Tonsteine auf sie herabfallen. Die Armee wurde von dem Angriff brutal erfasst. Die Tonsteine brannten sich durch die Krieger, sodass sie wie angefressenes Laub löchrig zu Boden fielen. Abrahas Männer flohen, jedoch gab es kein Entkommen. Viele von ihnen starben an Ort und Stelle, andere wiederum wurden Glied für Glied zerbrochen. Eine Krankheit, die auch Abraha das Leben kostete. Bevor sie der Tod ereilte, berichteten sie der Welt vom Ereignis des Elefanten. Die Mekkaner waren sowohl erstaunt als auch erfreut über die Rettung. Sie sahen ihre Zerstörung entgegen und waren hoffnungslos, bis auf Abdul-Muttalib. Er wusste, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Kaaba beschützen würde. So stieg das Ansehen Abdul-Muttalibs in Mekka, dem Mann, der auf Allah subhanahu wa ta'ala vertraute. So sagt Allah in Surah 4: Hast du nicht gesehen, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfahren ist? Hat er ihre List etwa nicht fehlgehen lassen und über sie Vögel in Schwärmen geschickt, die sie mit Tonsteinen bewarfen und sie dann wie angefressenes Laub gemacht? Den Schutz Allah subhanahu wa ta'alas erhält man nicht wahllos, ohne jeden Grund. Umso verwunderlicher ist es, dass eine fehlgeleitete Bevölkerung, welche sich des Götzendienstes schuldig machte, die Güte Allah subhanahu wa ta'alas erhalten hat. Es musste etwas Außergewöhnliches und Weltbewegendes geben, das aus Mekka hervorgehen sollte. So segnete Allah subhanahu wa ta'ala die bevorstehende Geburt des Propheten Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam und beschützte Mekka samt ihren Bewohnern vor der Zerstörung.